Es heißt heute wieder einmal, ich beantworte eure Kommentare. Frag den Beamten ist wieder angesagt, eure Kommentare, meine Antworten darauf. Wir starten mit der ersten Frage gleich nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, und der erste Kommentar für das heutige Video. Haben Beamte Nachteile gegenüber Angestellten oder haben Angestellte Nachteile gegenüber Beamten in Behörden? Interessante Frage. Ich habe auch schon mal überlegt, dazu ein ausführliches Video zu machen. Und das kommt jetzt auch, wo ich merke, das ist natürlich ein Thema. Das Ganze ist folgendermaßen. Also es gibt Nachteile, ja, auf beiden Seiten, wenn man das mal so sagen möchte. Also als Beamter zum Beispiel, da kann es sein, dass dir höherwertige Aufgaben übertragen werden. Dass du plötzlich sozusagen in der Position in der Behörde aufsteigst. Auf einmal hast du mehr Verantwortung, mehr Personen unter dir, hast schwierigere Aufgaben. Das bedeutet aber nicht, dass du dann auch mehr verdienst, sondern das Thema Verdienst und Aufstieg in der Besoldungstabelle, das hat etwas zu tun mit den Beförderungswartezeiten. Und wenn du einfach deine Wartezeit noch nicht abgesessen hast oder erfüllt hast, dann ist es so, dass du dann auch nicht mehr Geld bekommst, nur weil du diese höherwertige Aufgabe bekommst. Das ist nicht so, dass du von dem Tag an mehr verdienst. Das ist beim Angestellten der Fall. Wenn ein Angestellter ab Tag X, der 15. Dezember diesen Jahres zum Beispiel, wenn der Angestellte ab dem 15. Dezember 2022 jetzt diese höherwertige Aufgabe und diese Stelle innehat, ab diesem Zeitpunkt steht ihm das höhere Gehalt, die höhere Eingruppierung nach dem TVÖD zu. Das ist also ein Vorteil. Der Angestellte, der kann sozusagen schneller aufsteigen. Das könnte man sagen, das ist ein klarer Nachteil von Beamten. Die andere Seite, der Beamte zahlt keine sozusagen Sozialabgaben, sondern lediglich die Lohnsteuer und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Und der Angestellte hat eben von seinem Bruttolohn noch die Sozialabgaben zu leisten. Da könnte man sagen, ja, klarer Vorteil von Beamten. Das wäre so ein Einstieg, würde ich sagen, in dieses Thema. Also an den Fragensteller, das wären solche Nachteile. Es gibt diese Nachteile auf beiden Seiten, ja. Aber ich denke, da lohnt sich nochmal ein ausführlicheres Video, indem wir mehr auf solche Vor- und Nachteile eingehen. Die zweite Frage für das heutige Video. Stellen Behörden in aktuellen Zeiten genauso ein wie vor der Krise? Fragezeichen. Oder wird hier am Personal gespart, um Kosten einzusparen? Also Behörden suchen aktuell, ja, Behörden suchen gefühlt immer, also seit Jahren ist das so, dass viele Leute im öffentlichen Dienst eingestellt werden. Auch viel wird verbeamtet. Das kommt ein bisschen auf das Bundesland drauf an und es gibt so Phasen im Jahr, da werden immer viele Beamte eingestellt. Aber es ist meiner Meinung nach nicht so, dass jetzt Behörden am Personal sparen und keine Leute mehr einstellen. Also das ist keinesfalls so. Es gibt einfach viele Aufgaben in den Behörden. Es gibt viele Dinge, mit denen der Staat konfrontiert ist. Krisen und dann müssen ja immer auch Leute in den Behörden entscheiden. Also im Einzelfall einen Bescheid erlassen. Soll das Unternehmen X eine Förderung bekommen? Soll der Bürger Y die Sozialleistungen bekommen? Und so weiter. Das sind alles einzelne Fälle, die bearbeitet werden müssen in den Verwaltungen und dafür braucht es Leute, die rechtlich gut ausgebildet sind. Denn jede einzelne Verwaltungsentscheidung muss wirklich, ja, rechtlich fundiert sein und dafür brauchst du Leute, die das studiert haben. Deswegen das Studium im öffentlichen Dienst oder die Ausbildung gemacht haben. Ja, also deswegen lernt ihr ja in eurer Ausbildung diese Rechtsfächer von Alpha bis Omega. Also deswegen lernt ihr ja all diese Inhalte, weil ihr danach einfach rechtlich kompetent sein müsst, um im Einzelfall ja korrekt zu entscheiden. Wobei es da natürlich auch immer Situationen gibt, in denen dann das Verwaltungsgericht mal einen Bescheid aufhebt oder die Sache einfach anders sieht. Ja, das passiert natürlich auch, aber der Punkt ist, Personen, die in Behörden arbeiten, die werden gesucht, die werden auch künftig ausgebildet, das kann ich euch sicher sagen, da wird es keinen Stopp geben, ja, da wird es nächstes Jahr nicht heißen, wir bilden nicht mehr aus. Das wird und kann einfach nicht passieren. Dafür gibt es viel zu viele Aufgaben und schon jetzt sind ja die Bearbeitungszeiten häufig lange und länger, als man sich das wünscht. Und dafür wäre es natürlich ja katastrophal, keine Leute mehr einzustellen, denn dann wartest du auf deinen Bauantrag oder auf ein anderes Genehmigungsverfahren nochmal ewig länger. Also das wäre definitiv der falsche Weg, da einfach keine Leute mehr einzustellen. Das wird auch nicht passieren. Also sei dir da sicher, du wirst auch dich bei Behörden bewerben können, auch noch nächstes Jahr. Es kann natürlich immer sein, dass sich einfach viel mehr Leute bewerben, als die offenen Stellen da sind. Deswegen wird ja das Einstellungsverfahren durchgeführt. Aber dass es jetzt keine Leute mehr eingestellt werden in der Verwaltung, das wird nicht passieren. Nun die letzte Frage für das heutige Video.
Arbeiten auch Ärzte in der öffentlichen Verwaltung, beziehungsweise gibt es Möglichkeiten, als Arzt im öffentlichen Dienst an einer geeigneten Stelle zu arbeiten? Ja, also etwa denken wir an die Amtsärzte. Das ist das, was mir einfällt oder was mir sofort einfällt bei den Gesundheitsämtern. Dort arbeiten ja Ärzte. Dort arbeiten übrigens auch Tierärzte, also Veterinäre, das gibt es auch. Das wären so die Beispiele, die mir einfallen. Also ja, auch Ärzte arbeiten sozusagen im öffentlichen Dienst, also als Amtsarzt oder als Leiter eines Gesundheitsamtes. Ja, das gibt es definitiv. Also auch Ärzte arbeiten im öffentlichen Dienst. Da kann man jetzt auch sagen, ein Krankenhaus, das von einem Kreis betrieben wird, von einem Landkreis, dort arbeiten ja sehr viele Ärztinnen und Ärzte. Das ist ja auch öffentlicher Dienst, oder? Ja, das kann man dann sagen, wo fängt der öffentliche Dienst an? Was ist für einen klassischer öffentlicher Dienst? Der Fragesteller, glaube ich, möchte auf das Thema Verwaltung hinaus, also wirklich Verwaltung. Dort denke ich eben an den Amtsarzt, an Personen, die im Gesundheitswesen, im Gesundheitsamt arbeiten letztendlich. Das würde ich dazu sagen. Aber auch solche Personen, die dann in einer Klinik arbeiten, die von einem Landkreis betrieben wird, auch öffentlicher Dienst. Dann könnte ich sagen, natürlich bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten auch Ärzte, beziehungsweise Personen studieren Medizin bei der Bundeswehr und sind dann anschließend in der Bundeswehr tätig als Arzt, als Ärztin. Das ist ja auch öffentlicher Dienst. Also da sozusagen gibt es noch viele Bereiche, in denen Ärzte tätig sind. Das waren nun also wieder ein paar von euren Zuschauerfragen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib mir einfach gerne einen Kommentar. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit den weiteren Videos hier auf diesem YouTube-Kanal. Abonniere gerne unseren Kanal für weitere Videos und hinterlasse diesem Video eine positive Bewertung, wenn dir das Ganze heute gefallen hat. Sieh dir auch gerne unsere Website an, www.beamtentest-vorbereitung.de, wenn du dich optimal auf dein Einstellungsverfahren im öffentlichen Dienst vorbereiten möchtest. Dann findest du auf unserer Website alle Infos, die du benötigst, um dich optimal vorzubereiten auf deinen Einstellungstest, auf dein Vorstellungsgespräch und auf das Assessment Center. Einen Link zu unserer Seite findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Lukas.